geht heute aufs Turnier. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Nikis größte Angst war dieses abgefallene Eis. Naja, das passt aber zur Uhrzeit. So ein langsames, geschmeidiges Servus. Stimmt, Maus, wie spät ist es denn? Es ist jetzt 5:30, wir sollen gleich fahren. Ja, 5:35 jetzt ist 5. Ja, okay, wir sollten eigentlich jetzt fahren, denn ihr habt es bestimmt schon im Videotitel gelesen, aber es geht heute aufs Turnier. Und nicht nur für mich, sondern für die Maus auch. Wir sind beide schon in Turnierkleidung. Niki hat gestern bei mir geschlafen, damit wir heute früh los können. Wann sind wir ins Bett? Maus zockt es nicht. Um 1. Also wir haben 4 Stunden geschlafen, wir sind topfit. Und stockdunkel natürlich noch draußen. Und ja. Ich sag mal so schön, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, und wir nehmen euch natürlich den ganzen Tag über mit. Wir haben beide 2 Prüfungen genannt. Und ja, jetzt sollten wir auch nicht lange rumlabern, sondern düsen in den Stall. Wir sind jetzt gerade im Stall eingekommen und wir dürfen uns den Hänger von einer Freundin dieses Mal ausleihen. Den habe ich mir gestern schon geholt, haben wir jetzt heute Morgen angekuppelt. Und ja, jetzt müssen wir hier noch in Ruhe mal die Sattelkammer einräumen. Wir haben gestern den Hänger aber schon so weit vorbereitet, dass Späne und Heunetz schon drin hängt. Das heißt, wir bereiten in Ruhe jetzt alles vor und dann holen wir die Pferde und ja, wecken die auf und schauen wir mal, was die dann zu der ganzen Aktion sagen. Wir haben jetzt den Hänger so weit eingeräumt. Niki leuchtet hier mit dem Handy, weil man sieht, was ihre kleine Magie gescheit. Und ja, haben jetzt hier alles drin. Stiefel, Zaumzeug, Zettel und jetzt haben wir hier schon das Halfter und ich glaube, jetzt haben wir noch 30 Minuten Zeit vor der geplanten Abfahrt. Und wir haben jetzt zum einen gerade die Pferdchen schon geholt und zum anderen ist unser Team heute eingekommen. Die Kathi kommt mit, die Conny kommt mit und hier hinten beim Athos versteckt sich noch die Elisa und die Mädels sind so lieb und helfen uns heute. Haben wir 2 Pferden, wird das ja doch ein bisschen spektakulär, dann wollen wir filmen auch noch, Fotos auch noch natürlich. Und reden vielleicht da noch. Und ja, der Athos wurde gestern übrigens schon eingenäht, aber ich glaube, man sieht das wahrscheinlich jetzt sehr mühsam. Jetzt müssen wir euch dann nachher nochmal zeigen, wenn wir dann angekommen sind. Man sieht nichts, ist ein schwarzer Glotz. So, wir haben jetzt die Pferde fertig geputzt und werden sie jetzt einladen. Wir sind schon ein paar Minuten hinter unserem Zeitplan, aber die Pferde lassen sich jetzt easy verladen, also alles gut. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live. Wir sind jetzt am Weg. Wir haben jetzt noch ja, so eine gute halbe Stunde vor uns. Wir sind aber schon ein bisschen länger am Weg. Und jetzt gibt es ja gerade Frühstück. Wir haben auch gerade schon Smoothies getrunken. Die Pferde stehen so brav im Hänger. Man spürt wirklich nichts. Also sehr angenehm zu fahren. Ja, und dann sind wir wieder in unserem Zeitplan. Wir haben nämlich ein bisschen mehr Fahrzeit einberechnet. Aber es ist halt ja, was geht's los auf den Straßen. Und ja, sollte sich dann hoffentlich alles zeitlich gut ausgehen. Wann bist du dran? Bin ich zweite einfach. Wieso Startreihenfolge A, Z bis A. Und ich war so, ja, bin ich letzte. Mit halt Nachnamen Außerwöger. Und dann der Lisa so, das gibt noch einen Pferdenamen. Auf einmal war ich letzte. Also ich bin jetzt zweiter. Und du bist letzte in der ersten Prüfung. Und in der zweiten bist du gleich vorletzte und ich wieder zweiter. Mhm. Ich glaube, ich bin immer zweiter. Ja. Wir sind abgekommen und waren jetzt gleich als erstes im Klo und jetzt sind wir hier in der Meldestelle und geben bekannt, dass wir hier sind und dann ach, geht's los. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Dabei mich
fertig zu machen und muss jetzt hier auch mal mein Jackett anziehen. Die Mädels sind inzwischen so lieb und flechten den Pilgrim noch ein und ja, dann muss ich eh schon mal anfangen abzureiten. So viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Der Pilgrim ist fertig eingeflochten. Maus, zeig mal den schönen Schopf. Ich muss, glaube ich, kurz auf die andere Seite. Und Schabracke hat er auch schon drauf. Jetzt bitte schau, dass die Katte hier gezaubert hat. Wie schön sieht jetzt bitte dieser Zopf aus. Hier ist, glaube ich, der Abreiterplatz und hier hinter dann irgendwo das Dressurviereck. Ich bin soweit auch ready. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja gestern noch mein Zaumstück bearbeitet, weil ich wollte unbedingt eines mit weiß unterlegten Nasenriemen und ich hatte das noch, aber da war eine Sperrriemenschlaufe drauf und ich glaube, man muss die ja dann wirklich korrekt verwenden, das heißt auch mit Sperrriemen, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die Sperrriemenöse gewaltvoll hier rausgerissen, mit Superkleber zusammengeklebt. Nachdem wir die Pferde hergerichtet hatten, ging es für mich auch schon auf den Abreiterplatz, denn ich war hier zweite Starterin und vielleicht erkennt ihr die Reiterin vor mir, die Theresa, eine sehr, sehr gute Freundin und bei der habe ich mich gleich mal hinten angehängt, um Pilgrim in Ruhe besser alles zeigen zu können. Ich konnte mich anfangs dem hinteren Dressurviereck überhaupt nicht nähern, weil der Pilgrim so dicht gemacht hatte und deshalb habe ich die Zeit vom Abreiten eigentlich mehr dazu genutzt, ihm wirklich in Ruhe das Gelände zu zeigen, weil ich hatte echt Angst, dass wir überhaupt nicht einreiten konnten in dieses Dressurviereck. Die Zeit am Abreiterplatz habe ich dann versucht, noch bestmöglich zu nutzen, aber ich hatte hier schon gemerkt, dass der Pilgrim einfach sehr spannig, sehr guckig und sehr glotzig war und mich nicht wirklich reiten ließ. Als nächstes im Viereck begrüßen wir Pilgrim von Partiger, geritten von Sandra aus der Wöger. Im Dressurviereck hat sich dann das gleiche Gefühl durchgezogen, wie schon am Abreiterplatz auch. Pilgrim war so spannig, so glotzig und total beeindruckt von dieser Kulisse, die halt eigentlich gar nicht so heftig war. Dann war ich hier nicht mit den Hilfen korrekt dran, ist er mir gleich noch draußen und hatte die Bandenabsperrung noch mitgerissen. Oh Gott, es tat mir so leid, weil die mussten halt dann alles auch wieder aufbauen. Was aber sehr nett war, ist, dass wir vor dem Einreiten wirklich einige Runden im Dressurviereck drehen durften. So konnte ich Pilgrim das alles schon ein bisschen zeigen und das hat uns definitiv geholfen. Das Einreiten fand ich auch gar nicht so schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, dass es absolut nicht das Pferd, das ich zu Hause im Training habe und demnach habe ich einfach versucht, das Beste draus zu machen. Die erste Lektion war eine einfache Schlangenlinie, die ist gar nicht so schlecht gelaufen, aber beim Tourenwechsel, da ist es dann auch schon passiert und zack, so schnell ging's und wir haben auch schon das Viereck verlassen. Ich habe damit einfach überhaupt nicht gerechnet und war demnach einfach mit meinen Hilfen auch nicht ganz korrekt am Pferd, aber ich hätte es wissen müssen und auch beim Ausreiten macht Pilgrim das gerne, dass er einfach von Wegen abkommt und irgendeine Böschung hochgaloppiert. Schritt hat mir auch nicht ganz so gut gefallen, da ist er leider wieder in ein sehr altes Muster zurückgefallen und hat sich verkrochen hinter der Senkrechten und ich habe es auch nicht ganz geschafft, ihn daraus zu korrigieren. Zwischendrin konnten wir zwar ein paar gute Phasen zeigen, aber der Großteil war einfach überhaupt nicht das, was wir zu Hause im Training zeigen können. Dritte Verstärken war, finde ich, Katastrophe. Es war so spannig. Ich konnte Pilgrim auch überhaupt nicht sitzen und zack, dann ist es übrigens gleich nochmal passiert bei der Galoppverstärkung. Auf der langen Seite haben wir nicht nur einmal noch das Dressurviereck verlassen, sondern gleich zweimal und ich muss dann einfach schon nur noch lachen, weil ich mir dachte, wieso hat mich hier eigentlich auch noch keiner abgeklingelt, aber die Richter waren einfach so nett und haben mich die Prüfung noch fertig reiten lassen, denn somit konnten wir die ganze Prüfung auch noch als Trainingszweck nutzen. Das zweite, dritte Verlängern, wie ihr hier seht, war, finde ich, deutlich besser geritten als das erste und ich habe dann einfach versucht, die Prüfung noch halbwegs positiv zu beenden, aber mir war schon klar, dass ich natürlich keine Wertnote bekomme und das hat mir natürlich auch die Richterin freundlich mitgeteilt, dass ich disqualifiziert wurde. Und für die Niki war es ja das allererste Turnier überhaupt und auch wenn der Athos schon mit seiner Vorbesitzerin ein paar Turniererfahrungen sammeln konnte, war auch er im Viereck etwas nervös und glotzig, aber auch die Niki hat ihm das einmal alles ganz in Ruhe gezeigt. Da muss ich auch echt ein großes Lob an die Veranstalter aussprechen, die das auch ermöglicht haben. Und dann ist der Niki natürlich vor dem Einreiten auch das gleiche passiert und auch sie haben einmal das Dressurviereck verlassen. Bereits im Viereck begrüßen wir Nicola Grobe auf Athos. Und ich dachte mir, ich sage jetzt auch noch ein paar Worte zu Nikis Prüfung, dann könnt ihr auch ein bisschen besser nachvollziehen, was sie sich während dem Reiten gedacht hat.
Das Einreiten war richtig schön auf der Linie und auch das Halten war geschlossen. Beim Turnwechsel sehen wir jetzt, wie das eigentlich aussehen sollte, nämlich im Viereck geritten. Und auch ansonsten haben die zwei das einfach so gut gemacht. Klar gab es immer mal kleine Baustellen, zum Beispiel, dass der Athos gerne ein bisschen auf der Bremse steht und gerade bei Verstärkungen jetzt auch nicht so aus sich rauskommt, aber gerade im Galopp konnte er wieder zeigen, was seine stärkste Gangart ist. Und für das, dass das einfach Nikis allererstes Turnier war, haben die zwei das einfach so unglaublich gut gemacht. Ich war einfach so stolz auf die zwei und das wurde natürlich von uns allen mit Applaus belohnt. Und das Highlight war aber einfach, dass Niki sich mit diesem Ritt einfach den dritten Platz erreichen konnte. Mit einer Wertnote von 6,7. Und ach, ich würde sagen, besser kann ein erster Turnierstart gar nicht sein. Und während die Niki gerade aus der Siegerehrung kam, war ich schon wieder am Abreiten für Prüfung Nummer 2. Wir haben beide 2 A-Dressuren genannt und ich muss sagen, beim Abreiten hatte ich jetzt schon ein deutlich besseres Gefühl. Pilbon war deutlich entspannter und hat sich irgendwie so langsam an diese Atmosphäre hier gewöhnt. Schon das Einreiten war deutlich besser, das Halten konnte ich zum Glück korrigieren, sodass er geschlossen stand. Dann hier wieder eine einfache Schlangenlinie und insgesamt merkt man einfach, dass diese anfängliche Spannung der ersten Prüfung heraus war. Er war wirklich, ja, so ein bisschen platt jetzt auch schon dadurch, dass er sich bei der ersten Prüfung so hineingesteigert hatte. Aber dadurch konnte ich ihn einfach bei der zweiten Prüfung viel besser reiten. Ein Problem, das sich aber ein bisschen durchgezogen hat, war das Verkriechen im Schritt. Das korrigiere ich dann immer mit einer Hilfe nach oben und dem Vorwärtsgang. Auch das Angaloppieren war deutlich besser und dann kam auch schon meine gefürchtete Strecke, nämlich der Galopp auf der geraden Linie. Hier sollte eigentlich Sprünge verlängern gezeigt werden, habe ich nicht gezeigt. Ich wollte einfach nur im Viereck bleiben und das ist mir zum Glück gelungen. Auf der anderen Seite konnte man das Sprünge verlängern dann so ein bisschen andeuten, ziehen, aber da geht natürlich auch noch viel mehr. Aber mein Ziel für diese Prüfung war sowieso nur im Viereck zu bleiben und das ist uns zum Glück dann auch gelungen. Wir sind durch mit unserem zweiten Ritt und ich glaube, das war jetzt ein Weltenunterschied zum vorigen Ritt. Das Wichtigste, wir sind drin geblieben im Viereck. Das war mein Ziel für die zweite Prüfung, aber er hat sich jetzt echt reiten lassen und ich hatte jetzt ein sehr gutes Gefühl, auch wenn es noch immer weit nicht das ist, was man zu Hause im Training macht. Aber zumindest hat ihn ein bisschen der Mut jetzt bei der zweiten Prüfung gepackt. Und ja, ich bin mega happy, egal welche Platzierung das ist. War gut. Und wer hätte das gedacht, aber wir wurden tatsächlich mit einer 7,4 und dem zweiten Platz belohnt. Die Ehrenrunde war dafür wieder alles andere als optimal. Ich hatte am Anfang gedacht, er hat Angst vor der Schleife. War aber nicht so, er hat einfach nicht verstanden, dass man hier außenrum mit den anderen im Galopp marschieren sollte. Er hat hier drin in der Mitte einfach so ein bisschen seine eigene Party gefeiert, aber ist ja egal, wir üben das ein anderes Mal. Wir sind fertig mit unseren Prüfungen und ist auch gerade noch mit der Siegerehrung, die vielleicht so ein bisschen katastrophal war und das wahrscheinlich widerspiegelt vom ersten Ritt. Ich dachte am Anfang, er hat Angst vor der Schleife, aber naja, wollte glaube ich da in der Mitte seine eigene Show machen und nicht außen galoppieren. Wir sind auf jeden Fall jetzt alle fix und fertig und marschieren jetzt zurück. Sattel die Pferde abpacken, denen das Halfter drauf, dann können die hier in Ruhe grasen und dann schauen wir mal, was es hier so esstechnisch gibt, weil schon langsam knurrt mein Magen ein bisschen. Ich habe echt Hunger
heute Morgen nur den Smoothie und dieses Schokobrötchen hier gegessen, aber mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht untergebracht. Aber jetzt sind wir tatsächlich beide mit einer Schleife und einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Was? Das ist schon erwähnt, was uns passiert ist am Abreiteplatz vor der ersten Prüfung. Auf einmal geht vor der ersten Prüfung, ich bin fertig. Und auf einmal sehe ich, wie ein Mann auf dem Abreiteplatz mit einem Eisen herumgeht, einem abgefallenen Hufeisen. Ich dachte mir nur so, nein. Nickys größte Angst war dieses abgefallene Eisen, weil ihr erinnert euch, beim letzten Auswärtstraining, Arthas hat sich ein Eisen abgetreten. Und dann schaue ich um Arthas seinen Huf und sehe, da fehlt ein Eisen. Hat er sich einfach vor der ersten Prüfung das Eisen abgetreten. Ja? Wir konnten Gott sei Dank trotzdem reiten, weil die Böden halt wirklich sehr, sehr angenehm weich waren auch. Und wir hatten ein bisschen Angst, dass der Wiesenboden irgendwie rutschig ist, aber eigentlich war es sehr angenehm. Er war riesig, dadurch konnte man wirklich in Ruhe abreiten und für ihn war es halt echt geil mit dem Eisen. Geil. Geil! Naja, aber wir sind auf jeden Fall glücklich und zufrieden und jetzt gibt es ein bisschen Mampfi. Wir müssen nur zäunen, Zäunen müssen wir nur, Pferde kriegen nur Mampfi. Voll, die kriegen jetzt gleich Müsli, glaube ich. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. So, kurzfristige Planänderung. Wir werden nicht mehr hier was essen. Weil es gibt leider kein einziges vegetarisches Gericht. Es gibt nur Bratwürstel und Bodner, Schinken-Käsetoast. Und deshalb haben wir gesagt, wir fahren einfach am Nachhauseweg bei McDonald's vorbei, Drive-In und holen uns da etwas, was wir essen können. Und jetzt werden wir die Pferde auch schon wieder verladen und dann geht's für uns zurück nach Hause. Jetzt gerade schon zu McDonald's reingelaufen und könnt ihr nicht bleiben kurz bei den Pferden. Hallo, schaut mal, wie schön. Eine für dich. Und Herr Piepso, bitte schön, eine für dich. Oh, die sind goa. Die sind so goa, Mäuse. Heunels ist auch schon leer, aber die stehen so brav im Hänger. Ja, und jetzt genießen wir dann unser Mäcki-Essen im Auto. Echt schade, dass es dort einfach nichts Vegetarisches gab. Ja, und dann nach Hause und dann mit euch ausräumen. Hängeputzen. Ah, ich glaube, ich schreibe Pippi, feel you. Wie man sieht, wir sind wieder bei uns im Stall angekommen. Wir werden schon von den Hunden begrüßt. Gib hallo. Jetzt schimpf nicht einfach in der Gegend, du Madoma. Wir haben den Hänger jetzt fertig ausgeräumt. Wir haben jetzt gerade noch zwei witzige TikToks im Turnier-Outfit gefilmt. Verlinke ich euch jetzt hier gleich mal. Und jetzt schnapp ich mir noch den Tino und werde den einmal versorgen. Der hat aber ansonsten heute frei, weil ich bin fix und fertig. Wir haben ja echt nicht viel geschlafen und ich freue mich jetzt einfach nur auf die Couch dann zu Hause. So, wir sind fix und fertig und werden jetzt nach Hause düsen. Es war ein wunderschöner, aber Master Dog ist Ewigkeiten aus. Es ist wieder in der Früh da gestanden. 11 Stunden sind wir unterwegs. Wirklich? Verarscht mich. Wie spät ist denn jetzt? 16 Uhr. 16 Uhr? Halleluja. Wie kann man mal dumm trödeln? Okay. So. Auf jeden Fall, ja, war ein wunderschöner Tag. Ja. Eine tolle Erfahrung und ich glaube, es wird nicht das letzte gewesen sein. Ich glaube auch. Doch beim letzten habe ich gesagt, ich gehe nie wieder eins. Auf dem zweiten sage ich, vielleicht gehen wir da. Also es macht schon Spaß, einfach so ein bisschen. Und zu zweit macht es auch noch viel mehr Spaß. Ja, wir werden nach Hause düsen. Sind die Leute schon mal aus. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Servus.